11. November 1918. An der gesamten Westfront schlugen die Uhren denjenigen, die das Glück hatten, dem vierjährigen Beschuss zu entgehen, die 11. Stunde. Und damit war der Erste Weltkrieg beendet. Von 10 bis 11 Uhr, der Stunde der Waffenruhe, die gegnerischen Stellungen machten uns die Hölle heiß. Nicht einmal der Artillerieauftakt unseres Vorstoßes in die Argonnen hatte etwas entgegenzusetzen. An einen Vorstoß war nicht zu denken. Es war kein Sperrfeuer. Es war eine Sintflut. Ich habe noch nie etwas so Elektrisierendes erlebt wie den plötzlichen Stopp um 11 Uhr morgens. Es war genau 10.60 Uhr und das Dröhnen hörte auf wie ein Auto, das gegen eine Wand fährt. Die folgende Stille war im Vergleich dazu unheimlich. Von irgendwo weit hinter der Erde begannen die Deutschen aufzutauchen. Sie kletterten auf die Brüstungen und begannen wild zu schreien. Sie warfen ihre Gewehre, Hüte, Bajonette und Grabenmesser auf uns. Sie begannen zu singen. Lieutenant Walter A. Davenport, 101. Infanterieregiment US Army. Einfach so war es vorbei. 4 Jahre des blutigsten Gemetzels, das die Welt je gesehen hatte, kamen so plötzlich und verwirrend zum Stillstand wie sein Beginn. Und die Welt schwor nie wieder. Jedes Jahr legen wir einen Kranz nieder. Wir hören The Last Post. Wir sprechen die Worte nie wieder wie ein Mantra. Aber was bedeutet das? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir verstehen, was der Erste Weltkrieg war. Der Erste Weltkrieg war eine Explosion. Eine Zäsur der Geschichte. In dem schwelenden Pulverfass dieser großen Katastrophe lag der Optimismus des Industriezeitalters von einem nie endenden Fortschritt. Alte Wahrheiten über den Ruhm des Krieges lagen auf den Schlachtfeldern dieses großen Krieges verstreut wie ein gefallener Soldat, der im Niemandsland zum Sterben zurückgelassen wurde. Und mit ihm lagen alle zerstörten Träume einer Weltordnung, die gesprengt wurde. Ob wir es wissen oder nicht, wir leben heute im 21. Jahrhundert noch immer im Krater dieser Explosion, sind die Opfer eines Ersten Weltkriegs, den wir erst jetzt anfangen zu verstehen. Worum ging es im Ersten Weltkrieg? Wie hat er begonnen? Wer gewann? Und was haben sie gewonnen? Heute, 100 Jahre nach den letzten Schüssen, geben diese Fragen Historikern und Laien gleichermaßen Rätsel auf. Aber wie wir sehen werden, ist diese Verwirrung kein Zufall der Geschichte, sondern die Wolle, die über unsere Augen gelegt wurde, um zu verhindern, zu sehen, was der Erste Weltkrieg wirklich war. Das ist die Geschichte des Ersten Weltkriegs, die man in den Geschichtsbüchern nicht liest. Das ist die Verschwörung des Ersten Weltkriegs. Teil 1. Einen Krieg anfangen. 28. Juni 1914. Erzherzog Franz Ferdinand, österreich-ungarischer Thronfolger, und seine Frau Sophie sind zu einer Militärinspektion in Sarajevo. Im Nachhinein eine riskante Provokation, als ob man ein Streichholz in ein Pulverfass wirft. Der serbische Nationalismus nimmt zu, der Balkan befindet sich in einem Strudel aus diplomatischen Krisen und regionalen Kriegen, die Spannungen zwischen den Königreichen Serbien und Österreich-Ungarn drohen zu eskalieren. Doch trotz der Warnungen und böser Vorzeichen, die Sicherheitsvorkehrungen sind äußerst lax. Sie besteigen einen offenen Sportwagen und fahren in einer Kolonne auf einer bekannten Route. Nach der Besichtigung der Kaserne geht es zum Rathaus, zum geplanten Empfang beim Bürgermeister. Der Besuch verläuft exakt nach Plan und genau nach Zeitplan. Doch dann geht die Bombe hoch. Heute wissen wir, die Autokolonne war eine Todesfalle. 6 Attentäter säumten an diesem Morgen die Route des Königspaars, bewaffnet mit Bomben und Waffen. Die ersten beiden versagten. Der dritte, Nedeljko Čabrinović, geriet in Panik und warf seine Bombe auf die umgelegte Rückwand des Cabriolets des Erzherzogs. Sie prallte auf die Straße und explodierte unter dem nächsten Auto im Konvoi. Franz Ferdinand und seine Frau eilten unversehrt weiter zum Rathaus, wobei sie die anderen Attentäter auf der Strecke zu schnell passierten, als dass diese hätten handeln können.
Nur knapp dem Tode entkommen, brach er den Rest seiner geplanten Reise ab, um die Verletzten des Bombenanschlags im Krankenhaus zu besuchen. Durch eine seltsame Wendung des Schicksals führte der Fahrer das Paar auf die falsche Route und hielt, als er zum Rückwärtsfahren aufgefordert wurde, direkt vor dem Feinkostladen, in den sich der Möchtegern-Attentäter Gavrilo Princip begeben hatte, nachdem er bei seiner Mission entlang der Autokolonne gescheitert war. Dort, anderthalb Meter vor Princip, befanden sich der Erzherzog und seine Frau. Er gab zwei Schüsse ab und tötete beide. Ja, sogar in den offiziellen Geschichtsbüchern, geschrieben und veröffentlicht von den Siegern, steht, dass der Erste Weltkrieg als das Resultat einer Verschwörung anfing. Letztendlich war es, wie es alle Geschichtserstsemesterstudenten lernen, die Verschwörung zur Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand, die zum Ausbruch des Krieges führte. Diese Geschichte, die offizielle Geschichte über die Ursachen des Ersten Weltkriegs, ist inzwischen hinlänglich bekannt. 1914 war Europa ein ineinandergreifendes Uhrwerk von Allianzen und militärischen Mobilisierungsplänen, das, einmal in Gang gesetzt, unweigerlich in Richtung eines totalen Krieges tickte. Die Ermordung des Erzherzogs war nur der Vorwand, um dieses Uhrwerk in Gang zu setzen, und die daraus resultierende Juli-Krise der diplomatischen und militärischen Eskalationen führte mit präziser Vorhersehbarkeit zum kontinentalen und schließlich zum globalen Krieg. In dieser sorgfältig geschönten Version der Geschichte beginnt der Erste Weltkrieg in Sarajevo am 28. Juni 1914. Aber diese offizielle Geschichte lässt so viel von der wahren Geschichte über den Aufbau des Krieges aus, dass sie im Grunde eine Lüge ist. Aber eine Sache ist richtig. Der Erste Weltkrieg war das Ergebnis einer Verschwörung. Um diese Verschwörung zu verstehen, müssen wir uns nicht nach Sarajevo und dem Komplott der serbischen Nationalisten wenden, die im Sommer 1914 ihre Ermordung planen, sondern in einen kühlen Salon in London im Winter 1891. Dort unternehmen drei der bedeutendsten Männer der Zeit, an deren Namen man sich heute nur noch schemenhaft erinnert, die ersten konkreten Schritte zur Gründung einer geheimen Gesellschaft, die sie schon seit Jahren untereinander diskutieren. Die Gruppe, die aus diesem Treffen hervorgeht, wird den Reichtum und die Macht ihrer Mitglieder nutzen, um den Lauf der Geschichte zu beeinflussen und 23 Jahre später die Welt in den ersten wirklich globalen Krieg zu treiben. Ihr Plan liest sich wie eine skurrile historische Fiktion. Sie werden eine geheime Organisation gründen, die sich der Ausdehnung der britischen Herrschaft in der ganzen Welt und der endgültigen Wiederherstellung der Vereinigten Staaten von Amerika als integraler Bestandteil eines britischen Reiches widmet. Die Gruppe soll nach dem Vorbild einer religiösen Brüderschaft strukturiert sein. Der Jesuitenorden wird immer wieder als Vorbild angeführt, die in zwei Kreise unterteilt ist. Ein innerer, genannt Gesellschaft der Auserwählten, der die Tätigkeit des größeren, äußeren Kreises, genannt Vereinigung der Helfer, leiten soll, der nichts von der Existenz des inneren Kreises wissen darf. Britische Herrschaft, innere Kreise und Geheimgesellschaften. Lege man diesen Plan heute vor, würden viele sagen, es sei das Werk eines findigen Comic-Autors. Aber die drei Männer, die sich an jenem Winternachmittag 1891 in London trafen, waren keine einfachen Comicautoren. Sie gehörten zu den reichsten und einflussreichsten Männern der britischen Gesellschaft, hatten Zugang zu den Mitteln und Kontakte, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Anwesend bei diesem Treffen an diesem Tag, William T. Stead, der berühmte Zeitungsverleger, dessen Pall Mall Gazette als Pionier des Boulevardjournalismus bahnbrechend war und dessen Review of Reviews enormen Einfluss in der englischsprachigen Welt hatte. Reginald Brett, später bekannt als Lord Escher, Historiker und Politiker, Freund und Vertrauter und Berater von Königin Victoria, König Edward VII. Und König George V. und bekannt als einer der wichtigsten Mächte hinter dem Thron seiner Ära. Und Cecil Rhodes, der enorm reiche Diamantenmagnat, dessen Heldentaten in Südafrika und Ambitionen, den afrikanischen Kontinent umzugestalten, ihm den Spitznamen Kolossus einbrachten von den Satirikern seiner Zeit. Doch Rhodes Ehrgeiz war kein Grund zum Lachen. Wenn irgendjemand auf der Welt damals die Macht und Fähigkeit hatte, solch eine Gruppe zu formieren, dann war es Cecil Rhodes. Richard Grove, Historiker und Autor, Tragedy and Hope Com. Cecil Rhodes war auch aus Britannien, ausgebildet in Oxford, aber er ging erst nach Oxford, nachdem er in Südafrika war. Er hatte einen älteren Bruder, ihm folgte er nach Südafrika. Der ältere Bruder arbeitete in den Diamantenminen und als Rhodes dort ankam, meinte sein Bruder, ich gehe und grabe in den Goldminen, die haben gerade Gold gefunden.
Und so überlässt er Cecil Rhodes seinem jüngeren Bruder, der ungefähr in seinen 20ern ist, diese ganze Diamantenförderung. Rhodes geht dann nach Oxford, kommt zurück nach Südafrika mit der Hilfe von Lord Rothschild, der De Beers finanziell unterstützt hat und Vorteile aus der Situation zieht. Von da an fangen sie an, was, es gibt keinen besseren Begriff dafür als Sklavenarbeit, das später in die Apartheid-Politik Südafrikas übergeht. Nun, Rhodes war besonders wichtig, weil er in vielerlei Weise am Ende des 19. Jahrhunderts ernsthaft verkörperte, wo Kapitalismus war, wo der Reichtum wirklich war. Gary Doherty, Erster Weltkrieg-Wissenschaftler und Co-Autor von Versteckte Geschichte, die geheimen Ursprünge des Ersten Weltkriegs. Rhodes hatte das Geld und er hatte die Kontakte. Er war ein großer Rothschild-Mann. Und sein Bergbaureichtum war buchstäblich unzählbar. Er wollte sich mit Oxford assoziieren, denn Oxford gab ihm den Kudos der Universität des Wissens, also diese Art von Macht. Und tatsächlich konzentrierte sich dies an einem sehr heimlichen Ort genannt Allsource College. Noch immer finden Sie viele Referenzen zu Allsource College und Menschen hinter dem Vorhang und solche Ausdrücke wie Macht hinter dem Thron. Rhodes war zentral wichtig, um tatsächlich Geld aufzubringen, um anzufangen, gleichgesinnte Menschen mit großem Einfluss zu versammeln. Rhodes war nicht zurückhaltend mit seinen Zielen. Seine Absicht, solch eine Gruppe zu gründen, kannten viele. Während seines kurzen Lebens diskutierte Rhodes seine Absichten oft mit vielen seiner Partner, die wenig überraschend zu den einflussreichsten Figuren der britischen Gesellschaft zu jener Zeit gehörten. Noch bemerkenswerter, dieser Geheimbund, der seine Macht hinter dem Thron ausüben sollte, war gar kein Geheimnis. Die New York Times veröffentlichte sogar einen Artikel über die Gründung der Gruppe in der 9. April 1902 Ausgabe der Zeitung, kurz nach Rhodes Tod. Der Artikel lautete Mr. Rhodes Ideal einer angelsächsischen Größe und trug die bemerkenswerte Unterzeile, er glaubte, eine reiche Geheimgesellschaft sollte daran arbeiten, den Weltfrieden und eine britisch-amerikanische Föderation zu sichern, und fasste diesen sensationellen Plan mit der Bemerkung zusammen, dass Rhodes Idee für die Entwicklung der englischsprachigen Rasse die Gründung einer Gesellschaft war, die organisatorisch von den Jesuiten kopiert wurde, bemerkend, dass seine Vision, die Versammlung der Vereinigten Staaten und unser Unterhaus zu vereinen, beinhaltete, um den Frieden der Welt zu schaffen. Der Artikel zitiert Rhodes mit den Worten, das einzig Machbare, um diese Idee zu verwirklichen, ist eine geheime Gesellschaft, die allmählich den Reichtum der Welt übernimmt. Diese Idee steht schwarz und weiß in einer Reihe von Testamenten, die Rhodes im Laufe seines Lebens schrieb. Testamente, die nicht nur seinen Plan zur Gründung dieser Gesellschaft darlegten und das Geld dafür bereitstellten, sondern, noch bemerkenswerter, in einem Band gesammelt und nach seinem Tod von seinem Mitverschwörer William T. Stead veröffentlicht wurden. Rhodes hinterließ auch ein sehr großes Vermögen. Er hatte keine Kinder, war nicht verheiratet und starb früh, hinterließ ein sehr bekanntes Testament, von dem es mehrere verschiedene Ausgaben gab, benannte verschiedene Wohltäter, benannte verschiedene Nachlassverwalter. 1902 stirbt also Cecil Rhodes. Es wurde ein Buch veröffentlicht mit seinem letzten Willen und Testament. Der Mann, der das Buch schrieb, William T. Stead, verantwortete eine britische Publikation namens The Review of Reviews. Er war Teil der Rhodes Roundtable-Gruppe, er war Vollstrecker des Testaments. Und in diesem Testament heißt es, er beklage den Verlust Amerikas aus dem britischen Empire und sie sollten eine Geheimgesellschaft formen, mit dem speziellen Ziel, Amerika zurück ins Empire zu holen. Dann nennt er alle Länder, die aufgenommen werden müssen in diese Liste, um die Weltherrschaft zu haben, um eine englischsprachige Union zu haben, um die britische Rasse als erzwungene Kultur in allen Ländern der Welt zu haben. Das Testament enthält das Ziel. Das Ziel wird über Jahre hinweg geändert und gefördert und genutzt, um Unterstützung zu bekommen. Und dann, als er 1902 stirbt, gibt es Geld, da ist ein Plan, da ist eine Agenda, da sind Arbeitsgruppen und alles wird in Gang gesetzt und nimmt seinen Lauf. Und dann, nicht viel später, hat man den Ersten Weltkrieg und dann darauf den Zweiten Weltkrieg und dann ein Jahrhundert der Kontrolle und Sklaverei. Das hätte verhindert werden können.
Als, zur Zeit von Rhodes Tod im Jahr 1902, diese geheime Gesellschaft beschloss, sich teilweise zu offenbaren, tat sie dies unter dem Deckmantel des Friedens. Nur weil sie den Weltfrieden wünschten, so betonten sie, hätten sie ihre Gruppe überhaupt erst gegründet. Und nur aus den edelsten Gründen wollten sie sich allmählich den Reichtum der Welt einverleiben. Doch entgegen dieses pazifistischen öffentlichen Bildes war die Gruppe von Anfang an in erster Linie am Krieg interessiert. Tatsächlich war einer der allerersten Schritte, die dieser Rhodes Roundtable, wie er von einigen genannt wurde, unternahm, das britische Empire in den Krieg in Südafrika zu manövrieren. Dieser Burenkrieg von 1899 bis 1902 würde in doppelten Zweck dienen. Er würde die ungleichen Republiken und Kolonien Südafrikas zu einer einzigen Einheit unter britischer imperialer Kontrolle vereinen und, nicht zufällig, würde es die üppigen Goldvorkommen der Republik Transvaal in den Orbit der von Rothschilds Rhodes kontrollierten britischen Südafrika-Kompanie bringen. Der Krieg war, nach eigener Aussage der Gruppe, vollständig ihr Verdienst. Der Kopf der Operation war Sir Alfred Milner, ein enger Mitarbeiter von Rhodes und ein Mitglied des inneren Kreises der Geheimgesellschaft, der damals Gouverneur der britischen Kapkolonie war. Obwohl er heute überwiegend vergessen ist, war Alfred Milner, später First Viscount Milner, vielleicht die wichtigste Einzelfigur in Großbritannien Anfang des 20. Jahrhunderts. Seit Rhodes Tod im Jahr 1902 wurde er zum inoffiziellen Kopf der Roundtable-Gruppe und leitete deren Operationen, wobei er den enormen Reichtum und Einfluss der exklusiven Mitgliedschaften der Gruppe für seine eigenen Zwecke nutzte. Bei Milner gab es keine Gewissensbisse oder moralische Bedenken über die Methoden, die er benutzte. In einem Brief an Lord Roberts gab Milner beiläufig zu, den Burenkrieg angezettelt zu haben. Ich habe die Krise, die unvermeidlich war, beschleunigt, bevor es zu spät war. Es ist nicht sehr angenehm und in vielen Augen kein sehr ehrenwertes Geschäft, einen Krieg maßgeblich mit herbeigeführt zu haben. Als Rhodes Mitverschwörer und Mitglied des inneren Kreises der Geheimgesellschaft William Stead sich gegen einen Krieg in Südafrika aussprach, sagte Rhodes zu ihm, sie werden Milner in jeder Maßnahme unterstützen, die er kurz vor einem Krieg ergreifen kann. Ich unterstütze Milner absolut ohne Vorbehalt. Wenn er Frieden sagt, sage ich Frieden. Wenn er Krieg sagt, sage ich Krieg. Was auch immer geschieht, ich sage dasselbe wie Milner. Der Burenkrieg, der mit unvorstellbarer Brutalität geführt wurde, einschließlich dem Tod von 26.000 Frauen und Kindern in den weltweit ersten britischen Konzentrationslagern, endete, wie Rhodes und seine Verbündeten es vorhatten, mit den vorher geteilten Teilen Südafrikas vereinigt unter britischer Kontrolle. Vielleicht noch wichtiger aus der Perspektive der Geheimgesellschaft, sie ließ Alfred Milner als Hochkommissar des neuen südafrikanischen Staatsdienstes zurück, eine Position, von der aus er ein Team von klugen, jungen, größtenteils in Oxford ausgebildeten Männern aufbauen würde, die der Gruppe und ihren Zielen dienen würden. Und seit dem Ende des Burenkrieges konzentrierten sich diese Ziele zunehmend auf die Aufgabe, das zu beseitigen, was Milner und der Runde Tisch als die größte Bedrohung für das britische Empire ansahen. Deutschland. Am Anfang war es Einfluss. Leute, die Politik beeinflussen konnten. Leute, die das Geld hatten, Staatsmänner zu beeinflussen. Und der Traum, Deutschland tatsächlich zu zerschlagen. Das war die Grundeinstellung dieser Gruppe, als sie sich zusammenfand. Deutschland. 1871 vereinigten sich die ehemals getrennten Staaten des heutigen Deutschland unter der Herrschaft von Wilhelm I. zu einem einzigen Reich. Die Festigung und Industrialisierung des vereinten Deutschlands hatte das Kräfteverhältnis in Europa grundlegend verändert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte das britische Empire nicht mehr mit seinen traditionellen französischen Feinden oder seinen langjährigen russischen Rivalen um die Vorherrschaft in Europa zu tun, sondern mit dem aufstrebenden Deutschen Reich, wirtschaftlich, technologisch und sogar militärisch. Wenn sich die Trends fortsetzten, würde es nicht mehr lange dauern, bis Deutschland begann, mit dem britischen Empire konkurrieren und es sogar zu übertreffen. Für Alfred Milner und die Gruppe, die um sich herum aus der alten Rhodes Roundtable-Gesellschaft formte, war es offensichtlich, was getan werden musste. Die Wandlung Frankreichs und Russlands von Feinden in Freunde als Möglichkeit der Isolation und eventuell der Vernichtung Deutschlands. Peter Hove, Autor von D2 Edwards, wie König Edward VII. Und Außenminister Sir Edward Grey den Ersten Weltkrieg anstifteten. Ja nun, aus britischer Sicht wurde Deutschland nach seiner Vereinigung 1871 sehr schnell sehr stark. Mit der Zeit beunruhigte das die Briten mehr und mehr
und sie glaubten, dass Deutschland eine Herausforderung für ihre Welthegemonie darstellte. Allmählich kam man zu dem Entschluss, dass man sich mit Deutschland auseinandersetzen müsse, so wie man es auch mit anderen Ländern sich auseinandersetzte, mit Spanien und Portugal, vor allem mit Frankreich und jetzt mit Deutschland. Die Deutschen fertig waren minimal besser als die der Briten. Sie bauten Schiffe, die minimal besser waren als die der Briten und all das. Die britische Elite kam sehr langsam zur Entscheidung, dass Deutschland, solange es noch möglich war, konfrontiert werden müsse. Würden sie zu lange warten, wäre es vielleicht nicht mehr möglich. So kristallisierte sich die Entscheidung heraus. Ich denke, die Briten hätten möglicherweise den deutschen Aufstieg akzeptiert, aber sie hatten etwas, das in Reichweite war, und das war die französisch-russische Allianz. Sie dachten, wenn sie sich in dieses Bündnis einklinken könnten, dann hätten sie die Möglichkeit, Deutschland schnell und ohne allzu große Schwierigkeiten zu besiegen. Genau das taten sie dann auch. Doch eine Allianz mit zwei der größten Rivalen Englands zu bilden und die öffentliche Meinung gegen einen der besten kontinentalen Freunde zu wenden, war keine leichte Aufgabe. Um das zu tun, mussten Milner und seine Gruppe die Kontrolle über die Presse, das Militär und die gesamte diplomatische Maschinerie des britischen Empire übernehmen. Das ist genau das, was sie taten. Der erste wichtige Coup erfolgte 1899, als Milner noch in Südafrika war, um den Burenkrieg zu gewinnen. In diesem Jahr entließ die Milner-Gruppe Donald Mackenzie Wallace, den Leiter des Auslandsressorts der Times, und setzte ihren Mann Ignatius Valentine Charol ein. Charol, ein ehemaliger Angestellter des Auswärtigen Amtes mit Insiderzugang zu den dortigen Beamten, half nicht nur sicherzustellen, dass eines der einflussreichsten Presseorgane des Empires alle internationalen Ereignisse zum Nutzen der Geheimgesellschaft verdrehte, sondern er half auch, seinen engen persönlichen Freund Charles Harding vorzubereiten, 1904 den entscheidenden Posten des Botschafters in Russland und 1906 den noch wichtigeren Posten des ständigen Untersekretärs im Auswärtigen Amt zu übernehmen. Mit Harding hatte Milners Group einen Fuß in der Tür des britischen Außenministeriums. Aber sie brauchten mehr als nur den Fuß in der Tür, wenn sie ihren Krieg mit Deutschland durchsetzen wollten. Um den Coup zu vollenden, mussten sie einen der ihren als Außenminister installieren. Mit Edward Grey, der im Dezember 1905 zum Außenminister ernannt wurde, geschah genau das. Sir Edward Grey war ein wertvoller und zuverlässiger Verbündeter der Milner-Gruppe. Er teilte ihre antideutsche Gesinnung und zeigte in seiner hohen Position als Außenminister keinerlei Skrupel, durch geheime Abkommen und verdeckte Bündnisse die Weichen für einen Krieg mit Deutschland zu stellen. 1905 wurde er Außenminister, glaube ich. Und der Außenminister in Frankreich war natürlich Delcassé. Delcassé war sehr antideutsch eingestellt und setzte sich leidenschaftlich für die Rückgewinnung von Elsass-Lothringen ein, weshalb er und der König sich sehr gut verstanden. Edward Grey teilte diese antideutschen Gefühle mit dem König. In meinem Buch habe ich erklärt, wie er zu dieser Haltung gegenüber Deutschland kam. Aber auf jeden Fall hatten er und der König die gleiche Einstellung. Sie arbeiteten sehr gut zusammen. Edward Grey gestand sehr freimütig die starke Rolle des Königs in der britischen Außenpolitik ein und sagte, dass dies kein Problem sei, da er und der König sich in den meisten Fragen einig seien und sie daher sehr gut zusammenarbeiteten. Die Puzzleteile fügten sich bereits zusammen für Milner und seine Verbündeten. Mit Edward Grey als Außenminister, Harding als seinem ungewöhnlich einflussreichen Staatssekretär, Rhodes mit Verschwörer Lord Escher, der als stellvertretender Gouverneur auf Schloss Windsor installiert war, wo er Gehör beim König fand, und dem König selbst, dessen ungewöhnlich praktische Herangehensweise an die Außendiplomatie und der Hass seiner Frau auf die Deutschen perfekt mit den Zielen der Gruppe zusammenpassten, war die diplomatische Bühne für die Bildung der Dreiergemeinschaft zwischen Frankreich, Russland und Großbritannien bereitet. Mit Frankreich im Westen und Russland im Osten hatte Englands Geheimdiplomatie die beiden Zangen des deutschlandfeindlichen Schraubstocks geschmiedet,
Alles, was es brauchte, war ein Ereignis, das die Gruppe zu ihrem Vorteil drehen konnte, um die Bevölkerung auf einen Krieg gegen ihren einstigen deutschen Verbündeten vorzubereiten. Während des gesamten Jahrzehnts vor dem Großen Krieg versuchten die einflussreichen Agenten der Gruppe in der britischen Presse immer wieder, jeden internationalen Zwischenfall zu einem weiteren Beispiel für die Feindseligkeit Deutschlands zu machen. Als der russisch-japanische Krieg ausbrach, kursierten in London Gerüchte, dass es tatsächlich die Deutschen waren, die die Feindschaft entfacht hatten. Die Theorie besagte, Deutschland habe im Bestreben, einen Konflikt zwischen Russland und England zu entfachen, das kurz zuvor ein Bündnis mit den Japanern geschlossen hatte, die Flammen des Krieges zwischen Russland und Japan geschürt. Die Wahrheit war natürlich fast genau das Gegenteil. Lord Lansdowne führte geheime Verhandlungen mit Japan, bevor er im Januar 1902 einen formellen Vertrag unterzeichnete. Nachdem Japan seine Reserven beim Aufbau seines Militärs erschöpft hatte, wandte es sich an Cecil Rhodes Mitverschwörer Lord Nathan Rothschild, um den Krieg selbst zu finanzieren. Indem sie der russischen Marine den Zugang zum Suezkanal und zu hochwertiger Kohle verweigerten, die sie den Japanern jedoch zur Verfügung stellten, taten die Briten alles, was sie konnten, um sicherzustellen, dass die Japaner die russische Flotte vernichten und damit ihren wichtigsten europäischen Konkurrenten um den Fernen Osten ausschalten würden. Die japanischen Kriegsschiffe wurden sogar in Großbritannien gebaut, doch diese Fakten fanden nicht ihren Weg in die von Milner kontrollierte Presse. Als die Russen 1904 in der Nordsee versehentlich auf britische Fischkutter schossen, 3 Fischer töteten und mehrere weitere verletzten, war die britische Öffentlichkeit empört. Anstatt jedoch die Empörung zu schüren, versuchten die Times und andere Sprachrohre des Geheimbundes stattdessen den Vorfall zu vertuschen. Währenddessen versuchte das britische Außenministerium empört, den Vorfall den Deutschen in die Schuhe zu schieben, was einen erbitterlichen Pressekrieg zwischen Britannien und Deutschland auslöste. Die schlimmsten Provokationen dieser Zeit drehten sich um Marokko, als Frankreich, gestärkt durch geheime militärische Zusicherungen der Briten und unterstützt von der britischen Presse, eine Reihe von Provokationen unternahm und wiederholt Zusicherungen an Deutschland brach, dass Marokko frei und offen für den deutschen Handel bleiben würde. Bei jedem Schritt bejubelten Milners Gefolgsleute, sowohl in der Regierung als auch in der britischen Presse, die Franzosen und verteufelten jede Reaktion der Deutschen, ob real oder eingebildet. In Anbetracht der Tatsache, dass wir in einer Welt territorialer Expansion leben, gab es einen erfundenen Zwischenfall über Marokko und die Behauptung, dass Deutschland heimlich versuche, den britisch-französischen Einfluss in Marokko zu übernehmen. Das war buchstäblich Unsinn. Aber es wurde zu einem Ereignis aufgeblasen und den Leuten gesagt, macht euch bereit, bereitet euch lieber auf einen möglichen Krieg vor, denn wir lassen uns von diesem Kaiser aus Berlin nichts diktieren. Einer der Vorfälle, den ich erwähnen müsste, um das Datum genau zu bestimmen, bezog sich auf eine Bedrohung. Nun, es wurde als Bedrohung dargestellt. Es war keine größere Bedrohung als eine Fliege, die gerade ins Zimmer käme. Ein Kanonenboot, das vor der Küste Afrikas liegt. Es wurde behauptet, dies sei ein Zeichen, dass Deutschland tatsächlich einen Tiefseehafen hat und ihn als Sprungbrett benutzen würde, um die britische Schifffahrt zu stören. Als wir nachforschten, entdeckten Jim und ich, dass die Größe dieses sogenannten Kanonenbootes physisch kleiner war als die königliche Yacht des Königs von England. Was? Aber die Geschichte hat dies als eine massive Bedrohung für das britische Empire und seine Männlichkeit dargestellt, wenn man so will, denn so sahen sie sich selbst. Letztendlich verlief die Marokko-Krise ohne Kriege, weil trotz der Bemühungen von Milner und seinen Mitarbeitern kühlere Köpfe die Oberhand behielten. Auch der Balkan versank in den Jahren von 1914 in Kriegen, aber Europa als Ganzes ging nicht mit unter. Doch wie wir wissen, bekamen die Mitglieder des Roundtable in der britischen Regierung, in der Presse, im Militär, in der Finanzwelt, in der Industrie und in anderen Positionen der Macht und des Einflusses schließlich ihren Willen. Franz Ferdinand wurde ermordet und innerhalb eines Monats hat die Falle der diplomatischen Allianzen und geheimmilitärischen Absprachen, die so sorgfältig gestellt worden war, zugeschnappt. Europa war im Krieg. Rückblickend sind die Machenschaften, die zum Krieg führten, eine Lehrstunde darüber, wie Macht in der Gesellschaft wirklich funktioniert. Die militärischen Absprachen, die Britannien und letztendlich die Welt zum Krieg verpflichteten, hatten nichts mit gewählten Parlamenten oder repräsentativer Demokratie zu tun.
Als der konservative Premierminister Arthur Balfour 1905 zurücktrat, sorgten geschickte politische Manipulationen dafür, dass Mitglieder des Roundtable, darunter Herbert Henry Asquith, Edward Grey und Richard Haldane, drei Männer, deren der liberale Parteivorsitzende Henry Campbell Bannerman privat Milner Verehrung vorwarf, nahtlos in Schlüsselpositionen der neuen liberalen Regierung schlüpften und die Strategie der Einkreisung Deutschlands fortsetzten, ohne etwas auszulassen. Tatsächlich wurden die Details der militärischen Verpflichtungen Großbritanniens gegenüber Russland und Frankreich, sogar die Verhandlungen selbst, bewusst vor Abgeordneten und selbst Mitgliedern des Kabinetts, die nicht Teil des Geheimbundes waren, geheim gehalten. Erst im November 1911, volle 6 Jahre nach den Verhandlungen, erfuhr das Kabinett von Premierminister Herbert Henry Asquith die Details dieser Vereinbarungen, die in der Presse und im Parlament immer wieder offiziell dementiert worden waren. Und so funktionieren die Kabale. Effizient, leise und überzeugt von der Rechtmäßigkeit ihrer Sache. Völlig unbekümmert, wie sie ihre Ziele erreichen. Dieser Clique und nicht irgendeiner Verschwörung in Sarajevo verdanken wir die wahren Ursprünge des Ersten Weltkriegs mit 9 Millionen toten Soldaten und 7 Millionen toten Zivilisten, die sich im Verlauf auftürmten. Aber für diese Kabale war 1914 nur der Anfang der Geschichte. Im Einklang mit ihrer ultimativen Vision einer vereinigten angloamerikanischen Weltordnung bestand das Juwel in der Krone der Milner-Gruppe darin, die Vereinigten Staaten in den Krieg zu verwickeln, Großbritannien und Amerika in ihrem Sieg über den deutschen Feind zu vereinen. Jenseits des Atlantiks war das nächste Kapitel dieser verborgenen Geschichte gerade im Gange. Mehr dazu im nächsten Teil der Ersten Weltkriegsverschwörung. It would be folly for this country to sacrifice itself to the frenzy of ancient hatred. This is false history. It's not even acceptable to call it fake news. It's just disgusting. Things that could have been avoided but were let happen, made sellable by Wilson to the public. Inside the White House, President Woodrow Wilson conferred with advisors, then signed the Proclamation of War against Germany.